Ja, schönen guten Tag. 28. August, Freitag, Sommerakademie, Video Nummer, was ist es? 5, glaube ich. Jawohl, Nummer 5. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Wie gesagt, ich möchte ja nicht viel Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb zwei kurze Aspekte, diesmal zu Ihren Aktiendepots, zur Struktur Ihrer Vermögensgeschichte in puncto Bank, Aktien und Depot. Da habe ich zwei Beobachtungen machen können. Das eine ist, psychologisch lohnt es sich sehr, Ihr sozusagen Cashkonto, Ihr Gehaltskonto, Ihr Haushaltskonto, da wo Sie also Ihren Zahlungsverkehr abwickeln, dass Sie das fein säuberlich trennen von den Konten und Depots, wo Ihr Vermögen lagert oder wo Sie Ihr Vermögen ansparen oder aufbauen. Am besten sogar räumlich getrennt an einem anderen Ort. Ganz schlecht ist, wenn man sozusagen, nehmen wir an, man hat ein Haus verkauft oder eine Abfindung bekommen, geerbt, Gewinne eingefahren, so weiter. Und man weiß noch nicht genau, wie man das investiert. Und dann liegt das eine Weile auf den Konten rum. Das ist ja ganz normal und nicht schlimm. Aber es ist nicht gut, dieses Geld auf dem Konto zu haben, von dem Sie mit Ihrer Scheckkarte, in Ihrem Online-Banking, mit Ihrer Kreditkarte darüber verfügen. Denn jedes Mal, wenn Sie dann Geld abheben und so weiter und so fort, sehen Sie diese riesige Summe, die da drauf ist. Und das verleitet natürlich zum Geld ausgeben und irgend bei aller Disziplin kommt schnell der Punkt, dass Sie sagen, ach ja, mein Gott, also an sich könnte ich mir das doch da leisten, was ich da gesehen habe und so weiter. Und ach ja, so schlimm ist doch nicht und so weiter. Das ist also nicht gut. Und das andere Aspekt ist natürlich, ist es nicht gut. Also die meisten Bankmitarbeiter oder alle Mitarbeiter sind ja äußerst seriös, sind gut ausgebildet und so weiter, bei aller Kritik am Großbankensystem und sind ja verschwiegen und ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich selber in einer Zeit, als man noch gut in die Gaststätten gehen konnte oder in die Kneipen, wie es im Rheinland heißt, dass ich da mit meinem rechten Ohr mithören konnte, wie über einen Geschäftsfreund von mir, der Bankbeamte ohne Namensnennung, aber dass man klar rausschließen konnte in der lokalen Gemeinde, um wen es ging, was der für großartige Börsengeschäfte gemacht hat und in welche Summen der sich bewegte. Also das habe ich tatsächlich vor vielen Jahren leibhaftig erlebt und das hat mich natürlich sehr schockiert. Das heißt, ich würde dort, wo man sie sehr gut kennt, wo sie ein- und ausgehen, da würde ich die Finanzgeschichten abwickeln im normalen Maßstab, in einer Größenordnung, der zu ihnen passt und normal ist. Und dann sind sie da auch eine unauffällige Figur, passend zu ihrem Beruf etc. Die Vermögensgeschichte, wie gesagt, am besten bei einer anderen Bank, woanders. Und das ist weit verbreitet in Deutschland, dass Leute in Berlin leben, aber in Berlin haben sie nicht ihre großen Depots. Und genauso, wenn jemand in der Provinz lebt, kann es durchaus sein, dass er da ja sehr, sehr erfolgreich ist. Ich stelle immer wieder fest, dass die solidesten Privatvermögen in provinzielleren Standorten zu finden sind, weil die Leute natürlich sehr viel weniger abgelenkt sind in ihrem Ausgabeverhalten und ein sehr beschauliches, gutes Leben führen. Von daher bin ich ein großer Freund und Anhänger dieser Privatvermögen. Aber es ist durchaus dann normal, dass man das Konto in einer Metropole hat. So, um einfach anderes Know-how anzuzapfen. Aber man kann es auch umgekehrt machen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was mir immer wieder auffällt, ist gerade bei Investoren, die ein wenig unsicher sind oder sagen, ja, ich müsste jetzt auch mal was mit Aktien machen und dann läuft da das Vermögen doch langsam auf, dass sie nachher sagen, ah ja, ich verteile das auf drei Depots und dann macht die Bankvermögensverwaltung, die Bank A macht ein Depot, der private Vermögensverwalter macht das andere Depot, ich mache ein Depot dann selber, ja, da probiere ich auch mal so ein bisschen Spielgeld oder so und dann vielleicht sogar noch ein viertes Depot, wieder ein anderer Verwalter oder eine andere Methodik. Ja, ich kann nur sagen, das ist natürlich leider weit verbreitet, bis hin zu manchen sehr vermögenden Family Offices mit professioneller Mannschaft. Und da gibt es einen Fall, ich nenne keinen Namen, die sind stolz darauf,
den Deutschland-Achter zu führen. Das heißt, die haben 8 Vermögensverwalter, die lassen die gegeneinander laufen, wie man sagt. Und einmal im Jahr fliegt der Schlechteste raus, wir haben am schlechtesten abgeschnitten nach 12 Monaten und dann wird die 8. Stelle, der 8. Stuhl wird besetzt. Nichts gegen diese Leute, jeder kann, wir sind in einem freien Land und sie können mit dem Geld machen und tun, was sie wollen. Aber wenn sie mich im Rahmen unserer Sommerakademie Video Nummer 5 fragen, ist das der beste Weg, dann würde ich sagen, nein. Denn was passiert denn? Jedes Depot wird dann als ein Universum in sich betrachtet. Es nimmt überhaupt nicht Rücksicht darauf, wie sie sonst aufgestellt sind. Ob sie ein Riesenvermögen im Ausland haben in einem Land, wird nicht berücksichtigt. Ob ihre Immobilien alle in einem Bundesland oder in einer Stadt sind, wird nicht berücksichtigt. Und vor allem wird nicht berücksichtigt, was die anderen Depots machen. Sodass ich es schon bei der Analyse von privaten Depots, die mir vorgelegt wurden, oft erlebt habe, dass im Depot A die eine Bank negativ eingestellt ist gegenüber der Nestle-Aktie und die verkauft. Und im Depot B beim anderen Vermögenswalter, der hat die andere Meinung, der kauft Nestle. Das ist natürlich ein großer Humbug. Also, es ist sicher richtig, nicht alles ab einer gewissen Größenordnung, nicht alles in einem Depot zu haben und alles in einer Bank. Vielleicht 2 Banken, je nach Vermögen 3 Banken. Aber Sie müssen der Kapitän am Steuerrad sein und Sie steuern Ihr Gesamtvermögen. Und man kann es dann so aufteilen, dass man sagt, okay, hier mache ich nur große Aktien, Blue Chips oder alles außerhalb Deutschlands. Hier mache ich nur deutsche Aktien oder hier mache ich was auch immer, nur Fonds und so weiter. Aber eine intelligente Aufteilung. Und entscheidend ist, dass Sie diesen Überblick haben und wissen. Die Bank selber braucht überhaupt nicht wissen. Die sieht nur, mein Gott, hat der eine einseitige Geldanlage. Aber das stimmt ja nicht, weil Sie haben ja Ihr Gesamtuniversum im Blick. Und deshalb propagiere ich ja immer, ich bin ja selber gelernter Bankkaufmann, aber muss wirklich sagen, wenn Sie es klug anstellen, dann ist die Bank, was ist die Bank? Der Kühlschrank. Der Kühlschrank, wo Sie halt Ihre Sachen reintun. Aber Sie lassen ja zu Hause auch den Kühlschrank nicht entscheiden, was an Bier reinkommt oder wie viel Wurst und so weiter. Also nutzen Sie die Banken, die Depots als Verwahrstellen. Aber was da verwahrt wird, das müssen Sie im großen Überblick alleine oder mit Hilfe natürlich, müssen Sie entscheiden. Und parzellieren Sie das nicht klein in der Hoffnung, naja, dann wird nichts schief gehen, wenn da 3, 4 Mann ja alle rumwurschteln, dann wird schon klappen. Das ist leider eine Geschichte, die wird nicht gut ausgehen. Das kann ich Ihnen versichern auf der langen Linie und auf die kommt es ja an. So, vielen herzlichen Dank. Ein kleiner Sommergruß, Nummer 5 war das, zum Thema Aktiendepots und Konten. Und ich freue mich, dass Sie weiter dabei sind. Bleiben Sie wohlgewogen. Ich möchte mal darauf hinweisen, ist auch am Anfang ja eingeblendet worden, der Zeitpunkt rückt näher, dass nach 4 Jahren mein zweites Buch auf den Markt kommt. Dieses Buch ist bares Geld wert, vorne eingeblendet. Man kann es schon bestellen und da werden Sie sehr viele Tipps und Tricks und Erfahrungen aus meinem Leben erfahren und es liest sich sehr, sehr leicht. Es ist auch ein Link unter dem Video angegeben, da können Sie direkt den Link machen zur Bestellung des Buches. Es kostet genauso viel wie Buch Nummer 1. Und denken Sie mal daran, ich bin ja kein vollberuflicher PR-Mann, ich bin kein Publizist, ich bin kein Schriftsteller, sondern ich schreibe, weshalb? Alle 4, 5 Jahre mal. Ich möchte einfach die vielen Erfahrungen, die ich habe sammeln können in meinem Leben, die möchte ich nicht mit ins Grab nehmen. Und wenn das dann leicht und locker geschrieben ist, reicht es mir schon, wenn Sie nur 1 oder 2 Gedanken mit nach Hause nehmen können aus dieser sehr leichten Lektüre oder dass Sie das jemand geben können, der daraus 1, 2 Gedanken zieht, dann weiß ich, wird das mehr Eindruck hinterlassen als ein ganzes Studium bei manchen Leuten. Das kann ich Ihnen wirklich versichern. Also, bald kommt's raus am 15. September und wenn alles gut läuft, und Sie gesund bleiben und ich gesund bleibe, sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.